Dadurch, dass also auf Teufel komm raus die Gasspeicher dann für teures Geld gefüllt worden sind, hat man zumindest den Anteil der Gasverstromung sichern können. Darüber hinaus gab es ja eben noch Kernenergie und eben die Kohlekraftwerke wurden hochgefahren. Das heißt, für diesen Winter bestand noch nicht so sehr akut das Risiko. Aber auch schon im Sommer haben Experten gesagt, das ist jetzt nicht das Problem dieses Winters, sondern das Problem des nächsten Winters. Denn jetzt haben wir weiterhin eine Mangellage bei der Gasversorgung. Und der Winter, der jetzt kommt, auch wieder so milde wird, das wird man sehen. Dazu kommt, dass wir vermutlich noch mehr Gas verstromen müssen, wenn es nach den Grünen geht. Also auch hier wieder mehr Gas brauchen sogar, weil eben die Kernenergie, die verlässliche und saubere Energieform, abgeschaltet wird.